Das Gehör. Wichtig, damit die Glocken läuten und die Vöglein ihre Liedchen trällern hört. Und um etwas zu hören, haben wir Ohren. Die sind bei Frauen vor allem dazu gut, Ohrringe dran zu hängen, und wir haben zwei davon, weil es eins einfach zu dämlich asymmetrisch aussehen würde. Und jetzt mal im Ernst, wir brauchen unser Gehör zur Wahrnehmung von Schallwellen in unserer Umwelt. Hauptsächlich wohl zum Registrieren von Gefahren oder auch Nahrung oder Wasser. Dass wir ein Auto oder eine Straßenbahn zwar nicht gesehen, aber kaum gehört haben, hat uns wahrscheinlich schon manchmal gerettet. Und früher hat Vogelgezwitscher unseren Vorfahren eher gute Laune gemacht, weil es Beute zu futtern verraten hat. Die versteckte Quelle im Wald konnte man ebenfalls per Gehör finden. Auch heute hilft das Gehör, den Alltag zu meistern. Man braucht zum Beispiel nicht unbedingt aufstehen und aus dem Fenster zu gucken, ob es regnet, oft hört man es einfach und bleibt drin. Dazu dient unser Gehör natürlich der Kommunikation, vor allem durch Sprache. Darunter fällt auch die Stärkung sozialer Zugehörigkeitsgefühle durch Gesang und Musik. Deshalb ist der Schallwellen- und Lautstärkebereich, den wir am besten wahrnehmen, auch der von Stimmen und Musik. Nämlich der Bereich genau in der Mitte des Hörbereichs, wenn man die Schallwellenfrequenz gegen die Lautstärke in einem Diagramm aufträgt. Die untere Linie ist die Hörschwelle. Alles, was leiser ist, hören wir nicht. Da sieht man schon, dass wir in den ganz tiefen und ganz hohen Bereichen Probleme haben. Die kommen ja aber in unserem Leben auch nicht so oft vor oder sind nicht so wichtig. Ganz oben ist die Schmerzgrenze eingetragen. Auch hier sind die mittleren Frequenzen noch besser ertragbar als die ganz hohen oder ganz tiefen. Schallwellen sind ja, wenn sie sich durch die Luft ausbreiten, im Grunde nichts anderes als periodische Luftdruckschwankungen, also Verdichtungen von Luft, die sich abwechseln mit Luftausdünnungen. Und genau das ist es, was wir mit unseren Ohren wahrnehmen können. Die äußere Ohrmuschel leitet die Schallwellen in den äußeren Gehörgang weiter. Am Ende des Gehörgangs treffen die Schalldruckwellen aufs Trommelfell, eine dünne Haut, die den äußeren Gehörgang abschließt. Die wird dadurch in Schwingungen versetzt. Es kann bei Überanspruchung oder wenn man gucken will, wie weit man sich eine Stricknadel ins Ohr stecken kann, einreißen. Dann muss man sich beim Schwimmen so dämliches Oropax in die Ohren stopfen, damit kein Wasser reinkommt. Das schwingende Trommelfell versetzt aber nun im Normalfall die drei Gehörknöchelchen im Mittelohr in Bewegung. Das sind übrigens die kleinsten Knochen des Menschen und sie sind blau dargestellt. Das Mittelohr, hier alles, was im roten Bereich ist, ist das, was sich bei Erkältungen entzünden kann. Denn es ist über die Ohrtrompete mit den Nasennebenhöhlen verbunden, die sich ja auch gerne mal entzünden. Eigentlich dient diese Ohrtrompete, auch als eustachische Röhre genannt, aber dem Druckausgleich. Den Raum, in dem die Gehörknöchelchen liegen, nennt man übrigens Paukenhöhle. Direkt wird die Schwingung jetzt nur auf das erste der drei Knöchelchen übertragen, den Hammer. Der haut auf das nächste Knöchelchen, den Amboss, und der bewegt das dritte Knöchelchen, den Steigbügel. Der Steigbügel überträgt den Druck nun auf das flüssigkeitsgefüllte Innenohr, indem er an das ovale Fenster der Schnecke stößt. Das ist eine dünne Membran in der Schneckenwand. Hinter diesem Fenster beginnt ein schneckenförmiger Gang, der mit Flüssigkeit gefüllt ist. Um die Druckwellen auf die Flüssigkeit zu übertragen, musste der Druck stärker werden. Das wird dadurch erreicht, dass das ovale Fenster viel kleiner ist als das Trommelfell und von dem großen schwingenden Trommelfell nun die Schwingungsenergie mit dem kleinen Steigbügel auf das kleine Fenster konzentriert wird. Das ist ähnlich, wie wenn ihr mit einer größeren Steinplatte auf ein Blech haut, im Gegensatz zu dem Versuch, mit der Steinplatte einen Nagel in das Blech zu hämmern. Im ersten Fall verteilt sich die Energie und das Blech verbiegt sich vielleicht etwas. Im zweiten Fall kriegt das Blech wahrscheinlich eine ganz schöne Kerbe, wenn nicht sogar ein Loch, weil sich die gesamte Energie auf den kleinen Punkt an der Nagelspitze konzentriert. In der Schnecke befinden sich jetzt die Sinneszellen, die aus den mechanischen Schwingungsreizen frequenzabhängig elektrische Signale machen, sodass wir verschiedene Tonhöhen unterscheiden können. Die leiten dann mit ihren Fortsätzen als Hörnerv alles ans Hirn, wo der Input weiterverarbeitet und interpretiert wird. Die Schnecke oder Cochlea ist ein sehr interessantes Gebilde. Also echt jetzt. Erstmal hat sie obendran noch so Bögen, die Bogengänge, die aber nichts mit dem Hören, sondern unserem Gleichgewichtssinn zu tun haben. Die eigentliche Schnecke hat 2,5 Windungen und besteht mehr oder weniger aus einem umgebogenen breiten Schlauch, an dessen Enden mit einer dünnen Membran bedeckte Fenster sind. Dieser Schlauch biegt sich um einen anderen flüssigkeitsgefüllten breiten Schlauch herum. Und das Ganze ist, wie gesagt, aufgewickelt. Abgerollt sieht es im Querschnitt im Prinzip ungefähr so aus wie jetzt hier oben. Den oberen Schlauchteil nennt man Vorhofgang, den unteren Paukengang und den separaten in der Mitte Schneckengang. Durch die Stöße vom Steigbügel wird die Flüssigkeit jetzt in Bewegung versetzt und schwappt im Schlauch hin und her.
Zum Druckausgleich ist am Paukengangende das runde Fenster, das sich nach außen auswölben kann. Der Schneckengang, hier mal ein bisschen anders dargestellt, wird dadurch in Schwingungen versetzt und schlabbert jetzt wie eine Zunge zwischen Vorhofgang und Paukengang hin und her. Er ist am Anfang schmaler und steifer als am freien Ende und dadurch bildet er für verschiedene Schallwellenfrequenzen auch an verschiedenen Stellen ein Ausschlagsmaximum. Hohe Frequenzen verursachen ein Maximum im steiferen, schmaleren Bereich vorne. Der flexible, breitere Bereich hinten kann da nicht mithalten. Der wird durch die tiefen Töne zum maximalen Ausschlag gebracht. Bei mittleren Frequenzen ist der Ausschlag dann logischerweise irgendwo dazwischen am größten. Hier nochmal im aufgerollten Zustand eingezeichnet. Das Ganze bringt jetzt was, weil sich in dem Schneckengang das Corti-Organ mit den Sinneszellen befindet, die den Ausschlag des Ganges wahrnehmen können. Dieses Corti-Organ liegt auf der Basilarmembran, die Paukengang und Schneckengang trennt und ist im Schneckengang selber von der Tektorialmembran abgedeckt. Jetzt nicht verzweifeln, Erklärung kommt. Die Sinneszellen sind sogenannte äußere und innere Haarzellen, die Haare und unterschiedlich lange Fortsätze haben, die Zilien. An der Stelle des maximalen Ausschlags des Schneckengangs werden nun Haare und Zilien dieser Zellen zwischen Tektorialmembran und dem Corti-Organ hin und her bewegt. Dadurch öffnen sich Ionenkanäle, sodass die Zellen elektrisch erregt werden und auch elektrische Reize weiterleiten können. Durch unterschiedliche Länge der Zilien können die Zellen sogar feststellen, in welche Richtung ihre Zilien verbogen werden und können mit unterschiedlichen elektrischen Signalen darauf reagieren. Genau das sind auch die Zellen, die von übermäßigem Lärm geschädigt werden. Die äußeren Haarzellen ziehen sich auf Bewegung ihrer Haare und Zilien zusammen und dehnen sich aus, je nach Bewegungsrichtung. So verstärken sie den Ausschlag des Schneckengangs an der Stelle des sowieso schon größten Ausschlags. Durch die jetzt noch stärkere Bewegung an dieser Stelle werden schließlich die sogenannten inneren Haarzellen gereizt, die die eigentliche Frequenzinformation des ursprünglichen Tons weitergeben. Das passiert über den Hörnerv. Der besteht aus Fortsätzen von Nervenzellen, die mit den Haarzellen verbunden sind. Die Signale laufen so über das Rückenmark in den Hirnstamm in die auditorischen Hirnstammkerle. Hier werden Zeit- und Intensitätsunterschiede der Signale ausgewertet. Am Ende interpretiert die primäre Hörrinde, also der auditorische Kortex, die Signale, sodass sie für uns einen Sinn ergeben. Zusätzlich sind auch noch andere Areale in der Großhirnrinde involviert. An diesem Prozess arbeiten Nervenzellen mit unterschiedlichsten Funktionen mit. Manche feuern nur, während ein Ton mit einer bestimmten Frequenz ertönt, manche nur, wenn er anfängt oder aufhört. Manche erkennen bestimmte Muster und manche gleichen Signale beider Ohren ab. Zwei Ohren brauchen wir jetzt vor allem zur genaueren Richtungsordnung von Geräuschen. Schallwellen von der Seite kommen zuerst bei einem Ohr an und erst verzögert beim anderen. Deshalb sind die Haarzellen im Corti-Organ auch verdammt schnell in ihrer Reaktion, denn sie müssen mit ihren elektrischen Signalen diese kleinsten Verzögerungen weitergeben. Und die Ohrmuschel hat ihre merkwürdige Form ebenfalls für eine verbesserte Richtungsordnung. Sie reflektiert Schallwellen so, dass aus den entstandenen Mustern von Schallreflexion und Schallschatten Richtungsinformationen gezogen werden können. So, jetzt wisst ihr, was passiert, wenn ihr hier zuhört. Wenn ihr gerne eure Musik bis zum Anschlag aufdreht und eure Ohren und Nachbarn stresst, dann schreibt Hashtag volle Dröhnung. Wenn ihr gestresste Nachbarn seid, dann schreibt Hashtag ich hol die Polizei. Falls ihr auch wissen wollt, was passiert, wenn ihr hier zuguckt, dann schaut doch mal beim Aufbau des Auges rein. Ansonsten haut rein, ciao und bis zum nächsten Mal. Und wie immer Daumen hoch nicht vergessen, wenn ihr was gelernt habt. Tschüss.